Boy Advent, Game Boy Adventskalender, Game Boy Advent, Game Boy Adventskalender. Für alle Hobbypiloten unter uns, die schon immer mal wissen wollten, wie die Zeit vor den bekannten Mainstream-Flugsimulatoren war, euch sei F-15 Strike Eagle wärmstens ans Herz gelegt. Erschienen ist es auf zahlreichen Plattformen, dem C64, dem Atari ST, dem Mega Drive, dem NES und dann gab es noch eine Adaption für den Game Boy, die dort 1992 erschienen ist. Wie der Titel schon sagt, geht es darum, F-15 Haferkekse zu backen. Ja, klar. Nein, eigentlich ist es eine Kampfflugsimulation. Man spielt den Piloten einer F-15 und muss verschiedene Einsätze fliegen. In der Regel geht es immer darum, bestimmte Gebäude zu zerbomben, bevor man selbst von gegnerischen Fliegern erwischt wird. In Sachen Technik und Gestaltung muss ich echt zugeben, dass das Spiel einiges zu bieten hat, vor allem daran gemessen, wann es erschienen ist. Die Gegnerintelligenz ist nicht schlecht, so sind die Flugbahnen gegnerischer Jets nur selten vorhersehbar. Mittels Radareinsatz muss man außerdem auch auf Angriffe von hinten Acht geben und diese durch Abwurf eines Köders abwehren. Wer sich orientieren will, kann hierfür eine schöne Karte verwenden, die nicht nur den heimischen Flugzeugträger, sondern auch Depots, Bunker, gegnerische Landebahnen sowie das nächste Einsatzziel anzeigt. Das Spiel verfügt außerdem über 3 Schwierigkeitsgrade, die aber nur geringen Einfluss haben. Im leichtesten Modus muss man nicht mal lenken, man fliegt automatisch immer auf Kurs, während man im schweren Modus nicht mal mehr den oberen Kompass hat und sich komplett an der Karte orientieren muss. Ich verstehe nicht mal, wieso man diesen Autopiloten in einer Flugsimulation anbietet. Wo ist da der Sinn des Spiels? Es ist so, als müsste man in Tetris nur einen Knopf zum Abwerfen drücken, während der Computer automatisch die Steine dreht und ausrichtet, aber von mir aus. Ein detailreiches Spiel mit schöner Grafik, Musik und Technik. Wo ist der Haken? Der Haken ist, dass es sehr schnell eintönig und langweilig wird. Weitere Missionen haben nur geringe Abwechslung zu bieten, im Wesentlichen macht man immer nur das Gleiche. Der schwere Modus bietet zumindest noch eine kleine Herausforderung, diese kann aber den Mangel an Inhalt nicht verbergen. So bleibt das Spiel ein bemühter, gut gemeinter Versuch, aber leider nicht mehr als das. In 2 Tagen soll das nächste Türchen nicht beim bemühten Versuch bleiben, also haltet gebannt Ausschau und versucht alldieweil den gelben Button zu klicken. Vielleicht.